Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Heute spielen wir den Soldatenmarsch von Robert Schumann aus dem Album Für die Jugend. Da wird wiederholt. Ihr habt die Noten, dann kommt her und spielt mit. Wir spielen zunächst Takt 1 bis 8 bis zum Doppelstrich. Die rechte Hand hat einen punktierten Rhythmus, der Daumen liegt auf dem G, der zweite Finger auf dem H. Ich spiele euch zwei Takte vor. Ihr merkt, der untere Ton bleibt das G. Die Oberstimme wandert H, C, D, E, D. Nochmal. Dann im dritten Takt reißen die Töne Fis und C. Ihr geht drüber mit 2, 5. 1, 4, G, H. Fis A mit 2, 3 und ein G mit dem Daumen. Takt 3 und 4 zum Mitspielen. Fis C mit 2, 5. Der Daumen geht zum G, A, Fis A und der Daumen aufs G. Wir spielen miteinander Takt 1 bis 4. Und Takt 5 bis 8 ist ähnlich, es fängt genauso an, geht dann aber im dritten Takt nach oben zu den Tönen E, G, D, Fis, Cis, E und D. Nochmal Takt 5 bis 8, G, H. Jetzt E, G mit 2, 4, D, Fis und drüber gehen, Cis, E mit 2, 4 und ein D. Wir spielen von vorne Takt 1 bis 8 und drüber gehen, gemacht. Drück auf Pause und spiele es einige Male für dich, bis du es flüssig spielen kannst. Stell dann auf Weiter. Wir spielen jetzt die linke Hand. Im ersten Takt liegt der vierte Finger auf dem G im Bassschlüssel. Ich spiele einmal vier Takte vor. G, A, H, C, H, A, G, D, C. Einmal zum Mitspielen. Fünfter Finger auf G und G, C. Jetzt D, C, G, H. Takt 5 beginnt wieder wie Takt 1. Vierter Finger auf G. Und in Takt 8 seht ihr den Violinschlüssel in der linken Hand, weil die linke Hand jetzt so hoch geht in den Bereich der rechten Hand und wir spielen A und G. Ich spiele Takt 5 bis 8 die linke Hand. Cis, D.
5 bis 8 und drück den Pausenknopf, spiele auch diese Stimme mehrfach und wenn du soweit bist, spielen wir beide Hände miteinander. Die rechte Hand beginnt mit G, H, die linke auf dem vierten Finger mit G und bis hierhin. Drück auf Pause, wenn du es noch langsamer spielen möchtest oder spiel noch einmal mit und spiel auch nur die linke oder nur die rechte Hand mit. Ich spiele jetzt beide Hände Takt 5 bis 8. Und ich mache es nur einmal noch langsamer, Takt 5 bis 8. Stell auf Pause und spiele es so langsam, wie du es brauchst. So, das war der Anfang vom Soldatenmarsch. Man hört in diesem Rhythmus auch, wie die Soldaten marschieren. Die marschieren. Und dementsprechend straff muss auch der Rhythmus sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.